Letzte Station für heute, der VIP-Aufsprung. Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Answers getting lost, so I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen in Mutters. Ich bin mit Max nach dem Crankworks noch hier geblieben und wir haben noch einen Tag uns genommen, um hier den Bikepark zu fahren. Wir chillen jetzt hier mit unseren Homies, zeig die anderen mal. Alles voll mit Kühen. Alter, doch. Und zwar haben wir von der Bike-Region die Gravity Card bekommen und die testen wir heute aus. Die Gravity Card zählt in 20 Bikeparks mit insgesamt 160 Strecken in 6 Ländern. Die ist komplett hinter dir. Wir nutzen die heute hier in Mutters und wir gucken mal, was wir hier so finden. Ich habe das Downhill-Bike dabei, Max fährt mit meinem Enduro-Bike und ich glaube, wir wechseln dann auch mal. Challenge Nummer 1, das ist der Eingang vom Trail, so eine Holzbank. Ich kette jetzt von hier oben an und sende die Bank rüber bis in die Wiese. Das machen wir erstmal, aber ich habe schon einen kleinen Trick im Kopf, den wir da eventuell noch mit einbauen können. Wir integrieren noch einen Barspin. Die erste Faust. Challenge Nummer 1 gemacht. Weiter geht's. Und wir suchen uns das zweite Obstacle, wo wir was machen können. Yo! Juhu. Hier müssen wir nochmal anhalten. Definitiv. Wir sind jetzt an den zwei Wallrides, die ihr gerade durch die GoPro gesehen habt. Einmal hier den lang und oben ein etwas kleinerer. Ich habe da eine kleine Mission. Max fährt euch den mal vor und dann bin ich dran. Downhill oder Enduro? Downhill oder Enduro? Enduro. Ja. Man sieht jetzt hier gar nicht so viel, dadurch die Bäume durch, seht ihr die paar Berge. Da sieht man noch die Silhouette. Ich glaube, wir kommen dann bestimmt mal irgendwo raus, wo wir hier das geile Panorama zeigen können. Das ist doch Wahnsinn. Yo. Alright, 1. Yo. Yo. Sweet. War ganz okay, aber ich muss sagen, der oben geht auf jeden Fall noch einen Ticken besser. Max stellt sich mal so hin, dass man den auch besser sieht. Und dann mache ich noch mal eine Runde. Kriegen wir einen Ticken besser hin. 3, 2, 1, Sendung. Und ganz kurz nur, damit ihr es mal seht, wie wir hier unterwegs sind. Wir haben die Helmtasche habe ich hinten auf den Rücken gespannt und die Tragegurte sind ganz eng und so fahre ich hier den Berg runter, so dass wir die gute Kamera mitnehmen können. Deswegen bin ich im Bewegungsradius beim Bergabfahren ein bisschen eingeschränkt. Jo, schön staubig hier. So, mit dem Enduro ist das schon rough hier. Mit dem Bikestick. Jo. Loam, ja! Der Part ist geil. Oh ja! Ja. Ich habe gerade einen Local getroffen, du heißt? Andi. Andi, grüß dich. Servus, ich weiß. Und Andi meint, er hat eine Stelle, wo man... Du springst im Wald rein. In den Wald rein, dann kommst du in den Anlieger und springst und dann in die nächste Kurve. Ja. Okay, die Stelle suchen wir jetzt und das wird die nächste Challenge. Absolut. Fährst du uns vor? Gerne.
das ist der Absprung hier. Den sind wir gerade schon abgezogen und auch, ich glaube, bis hier so hin. Aber der Andi meinte, der fliegt. Man kann bis dahinter fliegen, schon fast bis in die Kurve rein. Kommt an. Ja. Okay, ich bin dran. Wir sind das Ding jetzt komplett gerade gesprungen. Ich habe aber gerade hier daneben eine kleine Bremsspur entdeckt, wo scheinbar auch schon Leute reingegappt sind. Und zwar nicht hier in die Landung rein, sondern da runter. Von hier. Junge. Da wollte ich nicht rein, ne. Ab zur nächsten Challenge. Yo. Alter, wie geil. Yo. Nächster Halt. Und da hinter mir seht ihr jetzt auch mal die Berge, von denen ich geredet habe. Und zwar kann man von hier anfetzen. Hier irgendwo abziehen und da in die Seite reingappen. Max sendet zuerst. Nochmal. Juhu! Wer kommt jetzt? Der Zerstörer. Junge, du hast da angekündigt, der Zerstörer kommt und er sendet dann komplett hier rein. Komplett in den Stein gesendet scheinbar. Ich habe den Manuel zuvor abgesetzt. Ich glaube, ich kann mit dem Manuel bis hier an die Kante fahren und springe dann aus dem Manuel ab in die Seite. Das machen wir jetzt noch. Ah, oh, ne! Enduro ist so geil. Hier wieder den Berg hoch, wieder Schwung holen und nochmal rein. Scheppern. Aber ohne Mist, zieht euch das mal rein. Wenn man mit so einer Karte einfach an die geilsten Strecken in Europa fahren kann und dann überall Access hat und kann einfach solche Aussichten genießen, ist der Hammer, ey. Sick. Nächste Challenge, Prop-Offs in der Kurve da. Der anfängt, ist der Zerstörer Leo. Jawohl! Da ist die Spur. Oh, Mann! Hier steht jetzt zwar Hack to Flat, aber ich habe hier eigentlich zwei Landungen entdeckt. Einmal die hier rechts und dann kann man einmal scheinbar darüber noch reingappen. Also nicht komplett ins Flat, sondern trotzdem noch in eine Landung. Ich gebe mal Gas von da und guck mal, bis wohin ich komme. Hey Max. Hey Max. Hey. Geht's dir gut? Ja. Toll. Okay, einer geht noch. Noch einmal mehr Kette gappt da rein und dann gehen wir was essen und trinken. Safe. Sonst falle ich hier um. Ah! Ich bin einfach dort unten von der scheiß Pedale abgerutscht. Gesehen. So, Jo, komme! Jetzt bleib mal auf den Pedalen, das ist es halt, wenn man mit Flats fährt und nicht mit Klicks. Sorry Leute, wir machen jetzt hier einen Cut. Wir gehen jetzt was essen und trinken. Bis darüber hat noch so ein Stück gefehlt.
aber Game over gerade. Und Leo, wie sieht deine Situation zurzeit aus? Totgeschraubt, das Ding. Geht gar nichts. Letzte Station für heute, der Whip-Off-Sprung. Wir sind jetzt gerade hier hochgeschoben und zieht euch mal die fette, fette Aussicht rein. Ein Stück zur Seite. Und dann den geisteskranken Sprung. Ich glaube, der ist 12 Meter lang. Im Hintergrund der fette See. Den senden wir jetzt mal. Ich bin ja aber nicht der kranke Wipper. Ich habe vor, da irgendwas anderes drüber zu machen. Aber gucken wir mal, wie es läuft. Wir fahren den erstmal und dann sehen wir weiter. Also hier los, 2-3 Mal treten, Stepdown, wenn du den gut hast, einfach rollen lassen. Ja, 2-mal glaube ich. Die meinten es richtig schnell jetzt. 2-mal treten, okay. Ja, und Bunny Hop hier rein und dann passt es. Junge, ich bin auch gut zu weit. Ich habe unten richtig gepusht und dann, oh, schon heftig, was da der Kate und der Chaos für Whips drüber knallen. Bang. Meine Scheibe schleift so behindert. Geht so dung, 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 dung. Jetzt ist Zeit für einen Backflip an dem Whip-Off-Sprung. Ich glaube, das sieht komplett geil aus mit dem Hintergrund. Senden wir. Leo fährt, glaube ich, wieder vor. Das sieht auch ganz fett aus, wenn Leo davor noch einen coolen Whip macht und ich drehe mich nach hinten. Max filmt. Let's go. Got it. Boom, boom. Life's short standard. Max, ready? Junge, der ist halt schon echt groß, Mann. Sick, Mann. Wir machen den nochmal. Leo macht noch ein fettes Foto mit seiner Kamera. Und ich sende nochmal. Es war echt nochmal ein grandioser Tag hier in Mutters im Bikepark. Krönender Abschluss mit dem Flip auf dem Whip-Off-Sprung. Es haben zwar schon einige gemacht, ist mir klar, aber es ist schon ein fettes Ding. Und immer wenn man so fette Sachen flippt, vor allem nicht mit seinem herkömmlichen Fahrrad, nicht mit dem Dirt-Jumper, mit dem Slopestyle, sondern mit einem Big Bike, ist schon echt geil. Und da kriegt man dann schon immer mal einen kleinen Adrenalinkick. Richtig geiler Bikepark. Wir müssen uns jetzt aber leider auf den Heimweg machen, denn es steht später in der Woche noch die Ruhr Games in Duisburg an. Da fahre ich Shows mit ein paar anderen Fahrern. Aber die Gravity Card ist ja wie gesagt in 20 Bikeparks gültig. Winterberg zum Beispiel, Saalbach Hinterklemm, Leogang, Stubaital, hier Mutters, also Innsbruck. Und ich glaube, in irgend so einen Bikepark geht es dieses Jahr auf jeden Fall nochmal, damit ich die Gravity Card nochmal richtig zum Einsatz bringe. Danke an die Leute, die es zur Verfügung gestellt haben. Hat mich gefreut, so eine Kooperation durchzuführen und ist echt eine fette Sache. 20 Bikeparks, 160 Trails in 6 Ländern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Der Link zur Gravity Card ist unten in der Beschreibung. Wer es auschecken will, wer sich eine holen will für die Saison 2019. Haut rein, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Peace. We'll be right back.